Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier in The Fisherman Fishing Planet auf dem White Moose River, Flussteich etc. Bis auf den Hecht haben wir schon alle von der Mission jetzt gefangen. Das könnt ihr aber in der letzten Folge eh schauen. Ich hab gesagt, ich will jetzt einmal da hergehen in der letzten Folge mit der Spinninggurten da zu befangen, probieren für den Hecht und den da. Okay, da geht's noch weiter, das heißt, den da werfen wir. So, den Typen auswerfen, aber warte, eine Sache wollte ich noch, das habe ich in der letzten Folge gerne nicht vergessen. Aha. Geht's weiter hinten? Das heißt, mit dem Boot können wir nachher da hinten fahren. Schaut zwar aus, als wenn da Eis wird liegen, da war vielleicht, aber ist ja wurscht. Ja. Die Folge bleiben wir noch da am Uferrand. Aber es wird sicher der Tag kommen. Warum sinkt das Blei so langsam? Nochmal, der versteht gerade nicht ganz. Das haben wir ein bisschen suspekt gebaut. Dürfen wir noch einmal da heraus. Hat das echt Zeit, dass da irgendwie Eis ist, warum es nachher so langsamer absackt? Ah. Also ist die Frage, wenn dort Eis ist schon und so kalt ist, kommt der Fisch da durch? Sind sie dort unterwegs? Ist da jetzt 18,4 Meter gestanden? Lass mal sagen mal. Ich muss nachher die Videoaufnahme noch im Nachhinein ausschauen, vielleicht werfen wir sie noch mal aus. Jetzt haben wir da reingekommen und das ist 18,4 Meter tief. Also, wie es merkt, ich bin gerade dezent. Aber nur dezent. Verwirrt.
Aber wenn das echt 18,4 Meter tief ist, doch er ist klar, dass er so lang dauert, bis das Blei am Grund ist. Das kann sich nicht sein, oder? 18,4 Meter. Das war schon tief. Also unmöglich ist es natürlich nicht, aber... Okay, ich sehe schon, ich muss da die Bremsen ein bisschen arbeiten, was uns reißt mit alles. Amerikanischer Flussbarsch in Tuffengröße. Nehmen wir. Aber das mit der Grundfurten, das geht mir gerade noch immer nicht ganz ein. Okay. Wieder amerikanischer Flussbarsch in Tuffengröße. So. Ich wollte heute noch mal, ich wollte das jetzt wissen. Scheiße. Okay. Jetzt hängen wir mal. Treffen wir ein bisschen da weiter um mich. Und zwar da eine. Und jetzt schauen wir noch mal. Das war der Top, das will ich jetzt zeigen. Habe ich mich da verlesen gehabt oder hat das gestimmt? Entweder ist es dort schon so viel Eis, dass es schwer wird dann absinken, das Blei. Was auch erklärt am Baum unten die Eisdings, weil ich kann mir nicht anders erklären, was sie da aussagt, oder es ist echt so scheiß tief.
Das muss steht aber kein Tiefen, Schwein. Komisch. Wir werfen da noch mal aus und probieren da noch mal einen Hecht zu erwischen. Ich glaube, das ist echt zu tief. Die Frage ist halt, ist da unten wirklich irgendwas noch oder ist da nicht gleich ein Squad für dich? Normalerweise müsste da unten wärmer sein. Das wären die Oberflächen meistens. Ich muss die Grundrouten woanders platzieren, weil das ist mir.
fast zu suspekt. Also da muss ich auf alle Fälle es noch einmal probieren. Das erkommt ein genau, das verstehe ich alles ganz. Das Ganze verstehe ich nicht ganz. Entweder sind da Eisbrocken drinnen. Da senkt er zwar schneller als wir ein bisschen weiter links, aber auch noch so langsam. Komplett mit Schuck oder was? Das kann nicht sein. Warte mal. Ja. Was man da? Ich habe keine Ahnung. Das schaut so komisch aus, der Grund. Ich verstehe den Grund nicht ganz. Also das ergibt für mich gerade alles irgendwie keinen Sinn. So langsam wie das hängt, entweder es ist alles stief oder es sind dort, es ist dort echt Eis. Und jetzt auf einmal sinkt es schneller. Er verhaltet sich alles sehr verdächtig. Yeah.
wenigstens einmal einen Fisch wieder mal. Eine Quappe in Trophäengröße. Quappe haben wir zwar schon, aber nehme ich trotzdem gerne mit. Er verhaltet sich da echt als irgendwie sonderbar und komisch. Ich kann es nicht anders sagen. Das war's. Behalten. Wenigstens am Fisch wieder. Ich hab die Befürchtung, dass man Hecht gleich nicht mit dem Boot da um mich ausmüssen. Trophäengröße. Das ist der dritte in Trophäengröße in dem Bereich. Ich muss ein bisschen mehr an der Oberfläche bleiben.
Das war's. Schau mal, wie viel noch aus. Ich glaube, der Hecht wird uns verwehrt bleiben. Da werden wir beim nächsten Mal noch mal hinschauen und probieren. Aber daher kommen muss ich auf alle Fälle noch mal, weil das mit der Tür, mit dem Grund und das Ganze, und ich muss ein Video nachher nachschauen, wenn ich das bearbeiten tue, ob da echt 18,4 Meter entstanden ist, da ob ich mich da verschaut habe. Das verhält sich komisch, alles irgendwie ein bisschen komisch da. Ich muss sagen, da. In den drüberen Bereich ist er gegangen, da ist alles normal gewesen, wie sonst bin ich schon. Oh. Da drüben schaut es aus, als wenn Eisschollenblüten liegen. Und der Oberflächen Eiswehr. Aber wenn ich da bei der Map schaue, ist er noch weiter hinten. Das war so eine Sache noch jetzt noch. Schauen wir uns an. Ich wollte schnell mit. So, jetzt wird angeworfen. Mit E-Motor starten. Das ist ein bisschen laut vielleicht, ne? Tut er aber rechnen schnell. 9 Meter. Ich glaube, ich habe mich mit den 18 Metern nicht erreicht. Tatsache 18 Meter. Und dann geht es dann auch mal runter. 19, 20, 21. Scheiße.
Scheiße, Alter, da ist echt so tief. 30 Meter. Jetzt habe ich meine Bestätigung. Das ist echt so tief. Und jetzt bin ich neugierig. Kann man da oben vorne noch. Oder stehen wir da? Stehen wir auch. Also da können wir nicht mehr. Aber ich habe wenigstens jetzt meinen Seelenfrieden. Da ist echt so tief. Vierunddreißig, fünfunddreißig Meter. Tatsächlich, da ist es so tief. So, das Video hat heute ein bisschen halt länger gedauert, aber ich hab das wissen müssen. Und dann ist da die volle Stufen. Auf 2 Meter. Alter. Und da direkt unter uns ist er irgendwie was. Könnt ihr nicht anlegen. So, hier so. Okay. Ich habe meinen Zellenfrieden jetzt erhalten. Da ist echt zu tief. Muss ich mir merken fürs nächste Mal. Aber. Wasch. Verlassen. Leider ist meine Zeit ja heute ein bisschen begrenzt, weshalb ich nicht mehr Aufnahmen machen kann. Aber es ist trotzdem im Allem gut gegangen. Wir haben da bis auf den Hecht alles erwischt. Den werden wir hoffentlich beim nächsten Mal erwischen, beziehungsweise sehe ich mir dann, da wird es wahrscheinlich herkommt und zwar auch noch geben. Das werden wir alles noch auch gehen. Aber. Das machen wir alles das nächste Mal. Beim nächsten Mal werden wir da. Weil das, da gehen wir ein anderes Mal nochmal hin. Ich habe gesagt, beim nächsten Mal werden wir da her schauen. Auf die Kreuze. Das ist in Europa. In Frankreich. Was haben wir da? Mal schauen. Echt? Pape, Bratsche, europäischer Wels, Flussbarsch, Grausche, Karpfen, Nasse, Rotauge, Rotfeder, Schleie und einen Zander haben wir da. Sehr gut. Da werden wir beim nächsten Mal auch gehen. Rotauge, Rotfeder, Grausche, Flussbarsch, Nasse, Schleie, Bratsche, also eh fast alles. Wir müssen da eh fast alles erwischen. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dann mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise habt ihr noch immer Charts. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.